So, und weiter geht's. Okay, das ist nur einer. Bergkristall, hier liegen auch noch ganz viele Tränke. Das war, glaube ich, mal im ersten Teil war das mal eine Bibliothek. Die war eigentlich richtig cool. Aber so richtig habe ich den ersten Teil leider nicht gespielt. Oh, gehst du mir auf den Sack gerade, ey. Immer schön speichern. Man weiß nämlich nie, was einen erwartet. Okay, hier war der. Folteraxt, Fischsuppe. Okay, hier war mal eine Folterkammer drin. Wie man da unschwer erkennen kann. Allein schon die Folteraxt lässt sowas vermuten. Gut, okay, da müssen wir jetzt auch nicht hier großartig weiter rumsuchen. Habe ich denn jetzt den Stift? So, hier geht es nämlich auch was Interessantes. Die Frage ist, sollte ich mich da lieber vorbereiten? Also hier haben wir echt noch nichts geholt. Das ist ganz gut. Hier ist ein Alchemielabor. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden können. Ob hier noch irgendwas Interessantes steht. Tränke. Okay. Das ist nichts Besonderes. Ich speiche hier trotzdem mal ab, weil ich habe nämlich da so was gehört, was mir nicht so gefällt. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das schon schaffe. Ein Schrein Belia. Was ist denn das für ein Vieh? Yo. Ich bin so froh, dass er diese Rückwärtsanimation hat, sonst wäre ich nämlich echt am Arsch. Wird trotzdem knapp. Alter! Yo! Boah! Das war übel. Ich glaube auch gegen den hat Feuermagie nichts zu sagen. Das ist hart. So, was haben wir hier drin? Okay, da ist nichts Besonderes drin. Ist auch nicht abgeschlossen. Links, rechts, rechts, links, links. Okay, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Okay, links, rechts, rechts, links, links. Nee, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Nee. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Elixier, Gold und Langbogen. Na super. So richtig geil war das jetzt nicht, muss ich sagen. Aber immerhin gibt es hier ein Bett. Müssen wir uns mal merken, wenn wir jetzt hier langsam am Aufräumen sind. Ja, das Bücherregal haben wir super verschoben. Von da kamen wir.
Ich glaube, so viel mehr gibt es hier jetzt auch nicht zu entdecken in der Ruine. Das ist super. Dann können wir nämlich oben weitergehen. Vielleicht gibt es oben in der oberen Etage noch was, wenn es da oben noch eine Etage gibt. Oder geht es da schon direkt weiter? Macht aber nichts. Wir müssen ja sowieso durch. Heilwurzel. Ha! Direkt gefressen. Na komm runter. Auf. Noch Lümmel rum. Er hat mich nicht bemerkt, das ist gut. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Was ist da drin? Auch nicht wirklich was. Es ist wirklich krass hier. Ist so richtig ist hier nichts drin, ne? Ah, Vorsicht ist der. Ah, das ist der Typ, der von oben Da ist nichts runtergefallen zurück. ist. Die hat uns nämlich aus irgendeinem Grund wurde der getriggert, ist runtergefallen und dann gestorben. Und wenn du schläfst, werden die halt automatisch zurückgesetzt. So, hier geht's weiter. Ob ich das in diesem Part noch oder schon machen will, weiß ich nicht. Jetzt bei jedem anderen würde ich mich ins Bett legen. Aber na komm, einmal können wir uns noch heilen. Hier wird dann sonst wahrscheinlich nicht mehr viel los sein. Ein Trank, ja, eine Feuerwurzel kann man da schon mal opfern. Bevor wir jetzt runtergehen und uns heilen, damit unser Mana wieder sauber ist. Keine Ahnung, was da jetzt rumsteht. Ah, das ist ein Echsenmensch, okay. Okay, das geht ja noch. Ansonsten ist hier nichts zu finden, ne? Können wir uns so ein bisschen durch? Nö, ist nichts. Kein Durchgang, nichts. Aber hier ist eine Truhe links, rechts, links, rechts, links. Also richtig viel zu suchen war hier echt, zu finden war hier jetzt wirklich nicht. Muss ich sagen, selbst dieser geheime Raum war zwar ganz nett, aber so besonders, so eine Steintafel oder so ein permanenter Trank war jetzt hier nett. Ich werde jetzt, bevor ich jetzt runtergehe und schlafe, dass alles wieder voll ist, werde ich hier weitergehen. Einfach nochmal gucken, ob wir noch irgendwelche Viecher haben, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Da haben wir doch schon mal was. Komm her. So. Haben wir noch einen Echsenmensch? Hier sonst noch irgendwas? Hier liegt noch ein toter Drachenjäger rum. Okay, komm her. Nee, so richtig liegt hier echt nichts rum. Das ist eigentlich schade. Das wäre schön, wenn bei den Drachen, weil das ist echt kein einfacher Aufstieg hier hoch, wenn da wenigstens irgendwas Besonderes rumliegen würde. Was uns halt hilft. Wenn es nur ein Kronstöckel ist. Aber naja, gut, so ist es halt.
Feuerwurzel, Heilwurzel, wunderbar, bringt mir halt wie gesagt nichts. So, den Drachen werde ich noch nicht machen. Ich möchte mich erst einmal voll heilen. Ich möchte gucken, ob hier noch irgendwas rumfliegt und keucht. Nee. Gut, dann gehe ich nochmal pennen. Ja, der Greenscreen spinnt gerade ein bisschen. Aber heller kann ich es halt nicht machen. Ich kann nur gucken, ob ich die Einstellung beim nächsten Part nochmal da reinziehe. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich jetzt nochmal runtergehe, pennen gehe und dann den Part beende. Ja, war halt wirklich nirgendwo was Gescheites drin. Gut, der Geheimraum natürlich ist halt nicht schlecht im Sinne von, da liegt halt wirklich ein Bett drin. Auf der anderen Seite in so einem Gewölbe kein Bett drin zu haben. Ja. Da war halt nichts drin, ne? Gar nichts. Gut, dieser Dingsbums jetzt halt. Aber ob das mir was bringt. Speicher mal, mal gucken, was er macht. Die Klaue verbessern, Belias Zorn, Wächter erschaffen, Energie stehen, Wurzelschlingen. Er schenkt dir einen anderen Zauber. Beten, wir können Mana spenden und leben und nichts ist egal, komm. Was haben wir denn für einen Zauber? Wächter erschaffen hat sich. Nichts geändert. Nehmen Sie Energie ist geblieben. Gut, dann bis zum nächsten Part hier. Macht's gut, ciao.